Zurück bei Hitman Absolution. Und wir harren gerade hier so ein bisschen den Suchmodus aus. Was wir gleich machen müssen, ist auf jeden Fall uns mal zu verkleiden. Geh weg, bitte. Okay. Unmöglich. Hallo, Schätzchen. Ich wollte hier mal einen Arzt. Ja, genau. Oh. Stimmt, die draußen liegen ja noch rum. Naja, wir können ja nicht alle Glück haben und gut aussehen. Wo ist der? Kommt schon, sprecht euch an! Mist, die kommen jetzt hier alle vorbei, oder was? Kämmt das Sie Gebiet, wir müssen den Verdächtigen Tag finden. Warten. Keine Spur, Mann! Nichts! Überhaupt nichts! Geh weg! Der hat auch noch eine Shotgun, alter Falter. Ich will es aber hier nicht alle umbringen, Nein, das ist auch doof. Krankenwagen. Scheiße! Arschloch! Sieht euch halt drüben um! Na dann los! Immer schön vorsichtig! Was denkst du denn, Mann? Ganz alleine hierher zu kommen? Denkst du, das ist ein Film? Hä? Wir machen dich fertig, Arschloch! Wir machen dich richtig fertig! Das ist kein Film, ist ein ja, Spiel! Wenn nicht alle Glück haben und gut. Komm schon, wofür habt ihr Augen? Hat jemand den Typen gesehen? Und der jetzt runter? Ja. Ah! Schnappt ihn euch! Kugelhagel! Hat noch jemand Magazin? Ja, wenn ich mal einen sehen würde. Aha. Scheiße, es geht schief. Fuck. Shit. Das war nicht gut. Ach nee, jetzt bin ich schon wieder hier, oder was? Oh, nein. Was ist denn das? Jetzt hier runter, Mann. Geht doch. Jetzt machen wir es diesmal ein bisschen anders. Den verstecken wir jetzt diesmal hier drin. So, dann machen wir hier wieder den Tausch. Das Kabel locker. Und dann warten, bis der Typ hier auftaucht. Guck mal, da oben ist ja auch noch was. Da gebe ich mir doch mal die Kante. Was ist denn da? Hä? Ach, guck mal. Cool. Den Weg gehen wir dann mal, würde ich sagen. Erstmal warten wir hier, bis er kommt, wenn er denn mal kommt und hier pinkeln will.
hat natürlich einer gehört wieder. Hey, komm schon und schau's dir an. Worauf wartest du? Schon gut, schon gut. Da kommt noch einer. Den können wir ja theoretisch auch erledigen. Hallo? So. Einer weniger, der uns später auf den Sack gehen könnte. Tja, und der kommt irgendwie nicht her, der Typ. Ist ja super. Pass auf, dann kletter ich halt doch erstmal hier hoch. Wenn er nicht kommen will, hat er halt Pech. Nach hoch, so. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Das ist ja hier ein bisschen auffällig, finde ich. So, jetzt sind wir hier im Haus. Sehr gut. Stimmt, ich hätte es einfach anschalten können schon mal, oder? Eigentlich könnte ich das machen. Machen wir jetzt einfach mal. Zack. Vor was rennt der Kerl weg? Hä? Hallo. Was mit dem jetzt? Ach, da kommt er jetzt. Ah. Will der jetzt auch pinkeln? Nee. Der kommt natürlich mit. Dumme Sau. Ja, ruf du nur deinen Krankenwagen. Ich gehe da weil hier rein. Ich glaube, der Weg ist mir lieber als der von unten. Ach, und hier haben wir sogar schon die Schlaftabletten. So, hier drin ist nichts. Unglaublich, was die Leute alles tun, um ins Fernsehen zu kommen. Das einzige Problem, was wir hier oben jetzt haben, ist die falsche Klamotte. Wir müssen also erstmal in diese Friseur... uns kommen und das, die sind da unten, genau, ja, der Friseurraum, und schnappen uns hier die Klamotte und sind jetzt unbekannt. Jetzt sind das beste Teil der Show. Nach einer ewigen Warterei verdiene. Sie sind neue, was? Alles klar. Wie sagt man so schön? Hey, leg dich nie mit deinem Frisur an, wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Wenn dir was an deinem Hals liegt. Los? Okay, legen wir los. Ach so. Zum Friseurladen? Oh oh. Ich glaube aber, ich darf die nicht umbringen. Sie sind nicht gerade gesprächig, was?
Was sagt er hier? Lenny ist meine einzige Verbindung zu Victoria. Er muss am Leben bleiben. Vorerst. Ja gut. Dann werde ich ihn erstmal hier hinschmeißen. Und jetzt müssen wir noch den dritten ausschalten. Ja, wie macht man das am besten? Den da. Hey, hey, Finger weg von der Pizza. Die ist nur für Lenny, Sie wissen schon. Hey, du. Schönling. Komm her, komm her. Ja, du bist gemeint. Feuerzeugbenzin. Okay, was soll ich jetzt mit dem Feuerzeugbenzin? Tja, keine Ahnung. Ich hätte ihn auch einfach hier erschießen können. Da ist noch was in der Ecke. Was ist das? Das ist ein Keller vielleicht? Ach, das war das mit dem Strom, stimmt. Das war der Strom, aber ansonsten gibt es hier nichts weiter, okay. Dann gehe ich mal hier hinter und warte, bis er wieder vorbeikommt. Guckt aber ein bisschen Fernsehen hier. Sehr interessant auf jeden Fall. Das Gute ist, hier sieht uns wirklich keiner in der Ecke. Da können wir den in Ruhe dazu bewegen zu schlafen. Formuliere ich es mal so. So, jetzt ein bisschen drauf achten. Das haben wir geschafft. So, und was sollen wir jetzt mit ihm machen? Mit dem Bewusstlosen hier? Ist auch noch so eine gute Frage, auf die ich gerade keine Antwort weiß. Kann natürlich sein, dass ich hier mitschleppen muss, ne? Da ist der Ausgang. Jawohl. Sehr gut. Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jedermann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny. Lenny wurde entführt. Was?
Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jake an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten nur ein bisschen Kohle, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mal tanzen! Und wo kann ich den finden? In der Fabrik, am Stadtrand. Fragen Sie mich einfach durch. Er kämpfte immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören, das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los. Bitte! Das mit der Nonne war ein Unfall, okay? Ehrlich! Fahren Sie einfach weg! Es gibt keinen Grund! Oh Mann, ich habe Ihnen gegeben, was Sie wollten! Ja, da läuft jetzt ein bisschen durch die Wüste hier. Soll ich den jetzt erschießen? Tatsache. Das war ein Headshot. So. Schön. Da sind wir jetzt hier in der Wüste. Und ich sollte vielleicht lieber auch gehen. Kann ich jetzt hier zumachen, den Kofferraum? Nee. Wegfahren. Einfach nur wegfahren mit offenem Kofferraum. Meine Arbeit hier ist beendet. So sehe ich das auch.